Hallo, herzlich willkommen zu Nerdfallmedizin. Hallihallo. Hi. Ihr seht uns in einem neuen Format. Und wir haben uns überlegt, der Klaus kann gut EKGs. Wir haben viel zu wenig EKG-Beiträge von Klaus. Und Martin, was haben wir? Wir haben uns jetzt überlegt, wir machen jetzt EKG-Quickie mit Klaus, ja. Und wir wissen von ganz vielen Zuschriften, dass ganz viele Leute da Bock auf Quickies mit Klaus haben. In dem Fall wird es leider nur ein EKG sein. So, Schluss mit den Flachwitzen. Diesmal geht es einfach um ein, ja, haha, EKG. Klaus, worum geht's heute? Winter is coming. Wir haben jetzt einen Patienten, nennen wir ihn Herr Winter, stellt sich mit Thoraxschmerzen vor. Herr Winter ist 40 Jahre alt, hat eine Hypercholesterinämie und hat dieses EKG. Er hat immer noch anhaltend Thoraxschmerzen. Die klingen auch so, dass wir denken, hops, könnte ein ACS sein. Und was fällt uns auf? Gucken mal. In AVR sehen wir eine leichte Hebung. Was uns am meisten vielleicht ins Auge springt, sind diese hohen T-Wellen, die relativ schmalbasig sind. Ja. Von V2, 3, 4, 5. Und dabei mit deutlich gesenkter ST-Strecke zusammengehen. Und diese Trias hat der Herr De Winter beschrieben als De Winter sein. Und dieses De Winter sein ist ein Zeichen, dass der Riva, also das Gefäß, was die Vorderwand versorgt, tatsächlich auch zu ist. Also es ist im Prinzip ein STEMI-Äquivalent. Diese Patienten können aus diesem EKG auch ohne ein Zwischenstadium, wie jetzt einen richtigen Hebungsinfarkt, einen relevanten Myokardinfarkt eben erleiden und gehören deshalb sofort ins Katheterlabor. Deshalb ist es so wichtig, als Hochrisiko-EKG dieses De Winter-Sign eben zu kennen und zu erkennen. Das finde ich ja ganz fantastisch. Klaus, jetzt noch zwei Fragen von mir. Jetzt habe ich dieses De Winter Sign und rufe meinen Kardiologen an und der sagt, nee, nee, das ist doch eine Hyperkaliämie, jetzt mach mal das Kalium. Oder jetzt warte mal, bis er hebt. Was sind dann meine Argumente, wenn ich sage, der hat doch was? Genau, zum Glück haben wir BGA, Point of Care mäßig, und die Hyperkaliämie wäre eine Differentialdiagnose, allerdings ohne diese Senkungen dann, ja, und ohne die Hebung in AVR. Ja, das gehört nicht dazu. Die Spitzen-T-Wellen, okay. Also Hyperkaliämie finde ich valide, daran zu denken und die auszuschließen. Und das ist eben das Tückische. Das sind ungefähr 2% aller Riva-Verschlüsse, zeigen dieses EKG-Bild und ungefähr die Hälfte wird nie Hebungen entwickeln. Aber am nächsten Tag haben die einen Monster-Drop und eine Vorderwandakinesie. Okay, das heißt, die muss Also man da muss ich erkennen und den da muss man. Kardiologen überzeugen, dass man da nicht drauf wartet, bis der hebt. Vielleicht hebt er auch nie, aber am nächsten Tag ist die Vorderwand weg. Okay, na, das würden wir ja gern vermeiden wollen. So ist es. Liebe Leute, das war es tatsächlich schon mit dem ersten Quickie. So schnell ist es auch wieder vorbei. Wir haben noch ganz viele EKGs in petto und den Klaus kennen wir auch ganz gut und wissen, wo er wohnt. Das heißt, wenn es euch gefällt, schreibt uns unbedingt, schreibt es vielleicht, schickt uns vielleicht sogar EKGs oder andere Ideen und dann sehen wir uns bald Und wieder. Und der Philipp. genau, wenn ihr nämlich, das hat der Martin gerade so salopp gesagt, wenn ihr EKGs habt und sagt, Mensch, also das EKG, das sieht doch spannend aus, und das möchtet ihr gerne mal besprochen haben, dann schickt es uns und wir gucken es uns an. Manchmal sind EKGs, muss man aber vorher sagen, nicht so richtig aussagekräftig, dann nehmen wir die eher nicht, aber wir sind total gespannt auf eure EKGs Freuen uns darauf. und auf Feedback. Ciao. Ciao.